Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Encased. Und ja, wir können wieder Blumentöpfe looten. Ach, schön. Immer wieder eine Freude. Und oh, okay. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stockwerk wir jetzt ehrlich gesagt sind. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, dass wir interessant auch. Please stand by for decontamination to end. Please stand by for decontamination to end. Warum werden die immer wieder dekontaminiert? Diese Konsole ermöglicht die Überwachung von Ökozonen-Experimenten. Sie ist aber deaktiviert. Okay. Kann ich irgendwas machen? Asche? Der ist leer, stand da schon. Leer. Reliktbehälter, okay. Lüftungszugang. Moment, da muss ich mal kurz reingucken. Huch! Okay. Wo lande ich denn jetzt? Oh. Hella-Labor. Oh, okay. Ja, eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, da das Stockwerk zu untersuchen, aber das hier ist auch interessant. Oh, das ist nicht so geil. Ja. Naja. Passiert. Ist nur einer. Zumindest jetzt noch einer. Wartet mal. Machen wir lieber hier. C-Shop. Ja, wir sind hier jetzt beim Kämpfen eine weniger. Leider. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirken wird so auf uns. Auf unser Kampf. Auf unseren Kampf. Ja, zu wenig. Kurze Salve. Oh Gott, hat er eine neue Waffe? Ich kenne die Dinger hier nämlich gar nicht, wahrscheinlich. Sperrfeuer, vernichtende Salve, schon besser. Der präzise Schuss, nee, finde ich aber alles nicht so geil gerade. Hm. Ich mach mal das hier. Oh, das war gar nicht so schlecht. Tanzen machen wir nicht, nee. Nö, ganz ehrlich, komm, mach mal so weiter. Immer noch, Mensch. Der hat echt viele AP, muss man schon sagen. Hm, was machen wir denn? Ach, machen wir das. So. Jetzt aber mal gut hier. Okay, jetzt hauen wir ihm ein bisschen auf die Fresse. So zum Abschluss, finde ich auch nicht schlecht. Ja, und zwar so. Ich hoffe, die sehen uns hier nicht. Würde ich gerne verhindern. Kann ich noch irgendwas tun? Hm, ne. Okay. Oh je. Ah. Na? Nee, sehen uns nicht. Okay. Glück gehabt. Hätten wir den jetzt eigentlich fertig machen können. Ich gehe mal dahin. Soll ein anderer zu Ende machen. Und schon. Okay. Das hätten wir dann. Oh. Nicht identifiziertes Relikt. Ja. Nehmen wir und werden wir gleich mal scannen. Da ist es. Achso, muss ich ja von hier machen. Scannen. So, biochemischer Schaden plus 9 bringt uns jetzt hier aber erstmal nichts. Dann nehme ich lieber meine Regeneration. Ich weiß nicht, wie sieht es hier aus? Ja, das Ausweichen, naja. Und sie? Nö. Würde ich, glaube ich. Na, wir teilen gar keinen biochemischen Schaden aus, also macht das jetzt nichts. Oh Gott, da ist auch einer. Okay, okay, zurück, zurück. Ah, der hat uns schon entdeckt. Schade, ich wollte gerade auf Schleichen gehen. Da hat er uns jetzt aber doch schon gesehen. Wir haben nämlich noch gar nicht nachgeladen. Ist aber nicht so schlimm. Sollten wir trotzdem leicht schaffen. Verdammt, schießt du auch noch daneben. Sowas. Okay. Warum geht denn das, obwohl das 10 AP sind? Das wundert mich gerade. Macht er denn weniger? Weniger AP? Warte mal. Ach nee, geht nicht. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ladehemmung, natürlich. Immer, was gibt Schöneres als eine schöne Ladehemmung? So, Problem ist, wir kommen jetzt nicht an ihn ran. Aber so. Was sind das für Dinger? Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, oder? Okay. Wo willst du hin? Wollen die immer zu uns? Oh, der hat uns auch gesehen. Okay, der greift auch an. Na gut.
Ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Das mache ich mal noch. Ich meine, das kann ich auch mit ihm machen, ne? Wir können auch ihn hier erstmal anvisieren. Werkzeug ist defekt. Ja, die hat die Ladehemmung. Okay, dann machen wir was anderes. Salve. Ja, ist okay. Und dann machen wir hier die Ladehemmung noch weg. So, und jetzt hau ich dem da eine rein. Hoffe ich. Ja, okay. Puh. Ja, wunderbar. Hat sogar getroffen. Dann komm mal ran. Ach, das ist aber nett, dass der extra zu uns kommt zum Sterben. Sehr schön. Sehr, sehr nette Viecher, was auch immer die hier sind. Kryonekroid. Ja, sehr nett. Ein bisschen müssen wir halt mit der Muni wieder aufpassen. Obwohl, wir haben echt viel Muni gesammelt so in letzter Zeit. Ich glaube, ja. So, was können wir dir denn Gutes tun? Handkantenschlag oder ein Tritt? Oh ja, ein Tritt. Bam. Und geht das noch? Nee. Aber das hier? Ja. Bam. Okay. Mehr geht jetzt leider nicht. Einmal da war leider auch. Oh, das war toll. Okay. Das war gar nicht mal so unsanft gerade. Aber bringt ja auch nichts. So, mal schnell auf ihn hier. Kannst du mal ihn heilen? Dankeschön. Any problems? Und dann werden wir hier mal einmal durchladen. Er hat nichts zum Laden. Huch, was ist jetzt los? Huch, was ist denn mit ihm passiert? Ist irgendwo durchgelaufen, hat ihm wehgetan. Was hast du denn? Ich weiß nicht, was er hat. Hör auf, irgendwo rumzulaufen und dir weh zu tun. Wieso rennt ihr denn die ganze Zeit rum? Jetzt komm doch mal her, sag mal. Gibt's doch nicht. Rennt ihr immer, glaube ich, in diese Dinger rein und tut sich dann weh, Mensch. So, da liegt irgendeine nicht identifizierte Person. Nee. Sparrow Shuffle. Mensch. Ich wollte den hier. Okay. So, habe ich jetzt hier alles gelootet, ich glaube. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Da sollten wir wohl nicht reinlaufen. Das hat ihm scheinbar gerade ganz schön wehgetan. Können wir dann nochmal kurz eine Heilung machen? Ach, hör auf, rumzurennen. Okay. Das ist, glaube ich, wieder besser. So, dann kommt mal her. Was haben wir denn hier? Oder komme ich von da? Warte mal, komme ich gerade von da? Nee, ich komme von hier, ne? Oh Gott, das ist jetzt aber verwirrend. Ist ja, da ist auch eine Leiter, ne? Warte mal. Muss ich nochmal kurz hier gucken gehen? Wie komme ich denn da herum? Brauche ich gar nicht unbedingt. Ich kann auch von hier. Bleibt ihr mal da? Ich probiere mal. Kälteschaden, ja. Kälteschaden bekommen. Ach, gesperrt. Okay, kommt her. Ist mir jetzt egal, wenn die ein bisschen Schaden kriegen. Ich brauche ihn hier. Oh, Jesus, it burns! Oh, dear, it hurts so much. Ja, sorry. Es wird noch kurz wehtun, aber es lohnt sich. Ja, Hightech-Waffe durch Dringer. Nett. Und ein Buch. Wissenschaftlich akkurate Morde. Ja, das Handbuch, das jeder braucht, würde ich sagen. So, wir gehen mal hoch und gucken mal, was hier ist. Mal gucken, ob sich das hier gelohnt hat. Jesus, it burns. Ja, es tut mir leid. It hurts so much. Ha, okay. Den gehe ich jetzt aber noch nicht nochmal runter. Durch den anderen kommen wir wahrscheinlich auch nur hier oben irgendwo wieder raus. Ebner. Ein kleiner Mann wischt mit einem Lumpen gemächlich den Fußboden des medizinischen Traktes. Obwohl dieser bereits blitzblank ist, das Namensschild an der orangenen Uniform des Fremden weist ihn als Ebner Adamides aus. Well, hello there. Er wischt mit dem Mob aus Versehen über deinen Fuß. Hören Sie aus, herumzutanzen. Sieh ihn dir genau an. Du taxierst ihn, er hat ein schmales Gesicht und eine dicke Brille, sein Haar und sein Schnurrbart sind sorgfältig gekämmt und seine orangenen Overalls passen ihm untypischerweise wie angegossen. Selbst seine Hände sehen auf seltsame Weise gepflegt aus. Entweder ist er metrosexuell oder ein Ordnungsfanatiker. Der Mob streift wieder als Resultat von Nachlässigkeit deinen Fuß. Was? Der Blick des Knackes ist offenkundig unfreundlich, sogar trotzig. Na gut, lassen wir dir heute mal durchgehen. Aber nur heute. Nächste Mal gibt's was.
Hier ist der Fahrstuhl. Wo, wir kamen aus dem Fahrstuhl und sind jetzt hier in dem Fahrstuhl. Okay, na gut. Da sind wir vorhin gewesen. Ob das jetzt so sinnvoll war, keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, gibt es defekte Klos? Da. Nee, nichts. Muss ich jetzt nochmal durch die doofe Dekontaminierungskammer? Eigentlich mit dir jetzt ungerne. Also sonst kommen wir da nicht hin, ne? Ja, komm, jetzt gehen wir nochmal dahin. Naja. Ich kann auch noch meinen Luftschacht benutzen, aber vielleicht lieber nicht. So, weiter. Ach, deswegen hat die sich vorhin so oft geöffnet, weil die nicht mehr durchkam. Ich verstehe. Oh, jedes Mal bei jedem. Naja, gut. Die kommen schon hinterher. Wird schon. Stromversorgung. Ist da was passiert? Nee. Scheinbar nicht so. Kisten, Feuerwache. Was ist, wofür ist... Ach, etwas herstellen. Okay. Na, komm. So, da oben sind Leute, mit denen reden wir gleich mal. Ist da ein Händler? Sehe ich das richtig? Dieter, halt, Blumentopf. Blumentopf, wir gehen vor. So, hallo, ich rede gleich mit euch. Ich muss jetzt mal hier Schuhe klauen. Was bist du? Bruno von Braun, all of them took risks. You know, Reuven, risk is an inevitable part of scientific research. Okay, guck mal später alles in Ruhe an. Oh dear, I can't believe I fell for it again. Let's get this straight, Dieter. I'm not Pierre, you're not Marie, and the risk in this case is not worth it. So I say no, Dieter. No, don't even try. Wer ist Marie? Wir reden gleich mit denen, keine Sorge. Man weiß ja immer nicht, wo man landet nach so einem Gespräch, deswegen gucke ich hier lieber erstmal. Terminal. Systemverriegelung. Okay. So, okay. Reuven und Dieter. Beim Durchqueren des Labors kriegst du zufällig den Streit zwischen zwei Kitteln mit. Ein blasser Mann mit Brille und Bart wedelt mit seinen dünnen Armen, als würde er etwas in die Luft zeichnen. Aber denk doch mal nach, die Decke im Blanka-Shampoo besitzen eine Silikonbasis. Wir entfernen das Silikonteil, stecken es auf das spitze Teil des Relikts, wickeln es in die Plastikfolie ein und... Sein Gegenüber schüttelt genervt den Kopf. Dieter ist keine wissenschaftliche Vorgehensweise. Natürlich könnte es sich lohnen. Doch es besteht einfach ein unbekanntes Risiko, das du versuchst, mit Shampoo-Deckeln zu verringern. Als Levi bemerkt, dass du ihn anschaust, hört er sofort auf zu reden. Nach einem abschätzenden Blick kommt der Kittel zu dir herüber. In unserem Labor befindet sich ein Relikt, das wir an die Oberfläche bringen müssen. Aber es reagiert negativ auf das Dekontaminationsmittel. Mein Kollege hier ist sicher, dass das Artefakt mit Plastikfolie und Silikonteilen vor dem Mittel geschützt werden kann. Aber ich bin der Meinung, dass das Risiko dabei zu groß ist, um solche mittelalterlichen Methoden anzuwenden. Wir sollten einfach die Dusche abschalten. Ja, kann ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ganz schön blödes Fehlverhalten von euch. Du informierst die beiden darüber, dass die Entnahme des Relikts ein ernsthaftes Vergehen darstellt, das manche vielleicht sogar als Verbrechen bezeichnen würden. Der Mann mit der Brille erschaudert beim Wort Verbrechen. Sein Kollege verschränkt die Arme und grunzt übellaunig. Das ist ein Experiment, mit dem die Überlegenheit der Wissenschaft unterstreicht werden soll. Während ihr in euren silbernen Jäckchen herumstolziert, sorgen wir dafür, dass hier überhaupt etwas vorangeht. Er sieht dich voller Verachtung an. Ich warne euch nur ein zweites Mal. Yes, you get out now. Okay. Keine Ahnung. Da haben wir uns vielleicht gerade was, ja. Warte mal. Heimlich fummelt an einem kleinen weißen Deckel herum, als er bemerkt, dass du ihn beobachtest, lässt er den Deckel ungelenk in seine Tasche verschwinden. Mhm. Ja, da sind wir uns vielleicht gerade, haben wir uns eine Quest entgehen lassen vielleicht. Egal. As you approach, als du dich näherst, Katarzyna dives for cover behind the glass table with test tubes on it, hiding her face in the usual manner. Ach, da ist ja unsere letztmalige Begleiterin. Die arbeitet jetzt hier. Okay. After a couple of seconds, when she recognizes you, she leans out of her hiding place. Ah, it's you. See, I'm fine. I got settled. Well, to be honest, not quite settled, but I'm in the middle of it. Okay. Okay. As you approach. After a couple of seconds, when she okay, mehr ist hier nicht aus ihr draus zu hören. Also wir kriegen sie leider nicht wieder, schade.
Ein Angestellter der weißen Abteilung flüstert etwas und blickt zur Decke hinauf. Er bemerkt dich nicht einmal. Seine ansonsten helle Uniform ist voller Flecken in verschiedenen Farben. Selbst sein Namensschild, George Zarins, ist mit etwas Pinkem beschmiert. What do you want? Der Professor hebt den Kopf und blinzelt umher. Ja? Sind Sie wegen der Substanzen hier oder suchen Sie nach einem wissenschaftlichen Berater? In beiden Fällen sind Sie hier richtig. Ich gebe Substanzen aus und tausche anregende Geschenke gegen wissenschaftliche Daten. Okay, dass du gerade fragen wolltest, was für Ahnenpunkte auf dem Bildschirm deines Handheldsgerätes abgebildet werden? Was? Sarins neigt den Kopf mit einem Ausdruck totaler Überraschung. Er ist sehr gut darin, völlig verblüfft auszusehen. Wie ein alter Mann schlurft er auf dich zu. Sehen nicht peinlich, der hat ignorant zu sein? Dies hier ist das berühmte Forschungsförderprogramm. Durch eine großflächige Zusammenarbeit stellen wir das wissenschaftliche Potenzial wieder her, das wir während des Vorfalls verloren haben. Sie sind beschämend uninformiert. Okay, erzählst du mir mehr? Sarins wirft sich in die Brust. Sie reden mit der richtigen Person. Ich bin einer der Schöpfer dieses Programmes. Nach dem Vorfall in Nashville war alles in völliger Unordnung. Viele Stationen mussten aufgegeben werden. Und wir bemerkten bald, dass es keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr gab. Nur noch die Minerva-Datenbank. Dann erinnerte sich jemand an der Abteilung an das alte Forschungsförderungsprogramm. Der Wissenschaftler holt einen Kommunikator aus seiner Tasche und hält ihr den Bildschirm hin. Der Bildschirm zeigt die Anzahl der Downloads und die transferierte Datenmenge. Und es klappt ganz wunderbar. Sie kommen, fügen ihre Daten der Datenbank hinzu und manchmal scannen sie die interessanten Dinge. Kronos gibt's nicht mehr, aber dessen Arbeit geht weiter, natürlich nicht ohne materiellen Anreiz. Hier, sehen Sie. Der Professor tippt mit dem Finger auf die Scannerlinse. Wenn Sie Dinge scannen, erhalten Sie Ahnenpunkte und Kronos-Punkte. Es gibt ja keinen Grund, warum wir sie Punkte der neuen Kommission nennen sollten, oder? Sie können diese Punkte gegen Medizin, chemische Substanzen und alle möglichen nützlichen Dinge eintauschen. Okay. Was kriege ich denn dafür? Der Professor wirft die Hände in die Höhe. Das kommt darauf an, mit wem sie handeln. Meistens ist es Medizin, manchmal Waffen, manchmal Rüstung. Ich habe gehört, dass einige Leute sogar experimentelle Ausrüstungsteile tauschen. Alle haben was anderes anzubieten. Stolz streckt er seine eingesunkene Brust nach vorn. Ich habe mir dieses Programm nicht nur ausgedacht, ich bin auch zertifizierter Händler. Wir können handeln, nur zur Information. Jo, was gibt's denn? George zieht einen tadellosen Chaos in einem Künstler-Etui aus seiner Tasche. Welche Punkte wollen sie ausgeben? Während er spricht, drückt er auf einige Tasten. Ja, Ahnenpunkte natürlich. Was? Energon, Argelone, Arad, Red Force. Gott, komm mir mal vor wie bei Fallout, wenn ich hier die Sachen lese. Ich will eigentlich gar nichts davon. Okay, nö, brauch gar nichts. Tschüssi. See you later. Ist okay. Huch, dicke Umschläge mit unleserlichen Aufklebern. Da sie sich neben dem Tonbandgerät befinden, muss es sich wohl um Tonaufnahmen auf Magnetband handeln. Nein, das erste Band. Du ziehst das erste Band aus dem Umschlag und legst es ein. 12. April. Ich finde das beunruhigend, über die Pläne nachzudenken, die Menschen während der Arbeitszeit und auch außerhalb davon schmieden. Kremskoy sagte, dass jemand das destillierte Wasser in seinem Labor durch normales Wasser ersetzt hat. Sehr raffiniert und hinterhältig. Das Experiment ist natürlich fehlgeschlagen. Daran trägt Kremskoy selbst eine gewisse Schuld. Er hat 123 als Türcode für das Labor benutzt. Sicherheit geht einfach vor. Okay. Nummer 2. Band Nummer 2. 23. Mai. Vor einigen Wochen brach im Wetland-Labor ein Feuer aus. Ich habe Gerüchte gehört, dass es nicht an der Verkabelung lag, sondern Brandstiftung war, hinter der sein Kollege Handel steckte. Was soll ich sagen? Handel ist nicht böse, leidet aber an Realitätsverlust und ist absolut fähig, so etwas zu tun. Ich wette, es ist eine Frau im Spiel. Natürlich sinnlos, Wetland geschweige denn Handel zu fragen. Nummer 3. Erst sagen wir 2. Juni. Wir haben es spät in die Nacht Gebets Mist beseitigt. Er hat sich irgendwie mit unserem Netzwerk verbunden und alle Fernschreiber begannen, diesen Satz zu drucken. Verneigt euch vor dem Neurotronics. Gott, mit was für Leuten man arbeiten muss. Sakuma schlug sofort vor, es zu deaktivieren, aber ich bat darum, Gibsons Konto zu sperren und ein neues anzulegen, mit einem unverschlüsselten Passwort. Gibson hat den Köder geschluckt. Ich kann nicht glauben, dass dieser paranoide Idiot den Köder geschluckt hat. Jetzt habe ich seinen Benutzernamen und sein Passwort und ich nehme an, dass er beides überall benutzt. Neurotron X ist sein Benutzername und sein Passwort lautet All your base are belong to us. Keine Ahnung, was das bedeutet. Gibson scheint es jedenfalls etwas zu bedeuten. Und das 4. 10. Juni. Tomoko ist sehr schwach. Ayaki war bei ihr gewesen und hat gesagt, die Decke sei undicht. Aber ich verstehe, dass sie einfach nur Angst um ihre Schwester hat. Wir haben alle Angst. Jeder weiß, dass dies Tomokos letzter Geburtstag sein wird. Ich habe ihr Seraphim gegeben. Wenn sie laufen könnte, würde sie jetzt vor Glück tanzen. Ich hätte ihn ihr schon früher geben können. Ich hätte so vieles früher tun können. Wie seltsam, dass es Dinge gibt, für die man immer bereit sein muss und andere, für die man nie bereit ist.
Ja. Achso, gab es noch ein Tonband? Nee, ich glaube, das war das letzte, ne? Huch, was bist du? Niacitam. Mhm. Okay. Hier kriegen wir auf jeden Fall einiges an medizinischen Zeugs, was ich ganz gut finde. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht doch spannend aus. Warte mal, konnte ich hier nicht irgendwann der... Nee, kann ich nicht. Ach, da hinten nur. Kann ich was herstellen, was wir brauchen? Autohacker, Wiederbelebungskit. Mal so. Hm, Dietriche brauchen wir gar nicht mal unbedingt. Hier machen wir mal... Na gut, dann... Okay, das kommt sich nicht in die Quere. Sehr gut. So, bringt auch alles Erfahrungspunkte. Nichts. Oh, da darf ich nicht ran, das wir auch stehlen. Steuerkonsole. Passiert nichts. Terminal. Wir reden gleich mit dem Herren da. Systemverriegelung. Okay. Na gut. Ist eine Puppe oder ein echter Mensch? Ist eine Puppe, oder? Akira? Der graute, verweichlichte Wissenschaftler ist tief in Gedanken versunken. Er ist auf dem Bildschirm seines Chaos fixiert und nimmt die Menschen um sich herum nicht wahr, obwohl der Bildschirm bis auf eine Kommandozeile und einen blinkenden Cursor völlig leer ist. Auf seinem Namensschild steht Akira Okawara, Robotertechniker. How can I help? Oh, es klingelt das Telefon. Ich, das Telefon, die Tür. Ich muss mal kurz, ist eh Folgenende, also...